Hey Leute, es geht weiter mit Pokémon Soul Silver. Leider ist ja der letzte Part irgendwie verschwunden. Und ja, es geht hier also weiter in der Pflanzenarena. Ich gehe. Wo muss ich denn lang? Okay, gut, ich gehe erstmal nochmal. Ja, ich gehe nochmal raus. Keine Ahnung, weil. Oder geht's hier irgendwie lang? Nein. Okay, ich gehe erstmal raus. Vielleicht habe ich den Trainer irgendwie, als ich den herausgefordert habe, zu weit nach vorne geholt oder so. Mal sehen. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Super. Ich habe den Weg gefunden. Oh mein Gott, da ist eine Trainerin. Ja. Ja, ein Kokowai, gut. Können wir mit Sonnepto besiegen? Das ist ja klar. Mit Flammenwurf. Flammenwurf dürfte eigentlich reichen. Denke ich jedenfalls mal. Wenn nicht, dann wäre ich nicht stolz gewesen auf meinen Sonnepto. Aber es hat geklappt. Okay. So, jetzt diese Trainerin. Mal sehen, wo man da noch lang gehen muss. Das ist ein richtiges Labyrinth, ey. Also jedenfalls war es in Rot nicht so ein Labyrinth. Also, ja, ich hatte ja nur Rot. Gelb oder so hatte ich leider nie. Naja. Ich hatte auch nie Smaragd. Ich hatte immer nur Saphir. Ja. Ja, von wegen meinem Hater-Video bei Umbreon, die Umbreon 94, es gibt, der Account ist zwar geschlossen, es gibt jetzt so einen Account namens die Umbreon 97, wahrscheinlich wieder so ein Hater. Naja, jetzt wie Faker, naja. Mal sehen, was da jetzt kommt alles. Nuptose Level 61, ja. Venofliebes. Gut, das dürfte auch auf jeden Fall erledigt sein. Nach einem Flammenwurf. Der ist sehr mächtig, der Flammenwurf. Achso, ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei. Wie hieß der? XX The Random Joker XX, glaube ich. Er hat mir einen Tipp für Most Wanted gegeben. Also, danke sehr. Der Tipp hat geholfen. Ich habe schon mal probiert. Hat geklappt. Yeah. Das war sehr, sehr schön. Okay, gut. Ein Doppel. Oh, gut. Ich habe Gyarados vorne. Sehr schön. Eigentlich könnte ich mit Gyarados auch mal ein Pflanzen-Pokémon versuchen. Gyarados kann ja eigentlich Eiszaun. Naja, auf jeden Fall setze ich mit Tornado erstmal Eruption ein, weil, naja. Ich gehe da besser als auf Nummer 60. Sicher, oh mein Gott, ey. Ja. Sehr effektiv, ja schön. Okay. Way down. So, Spieler besiegt Zwillinge, bla, okay. Oh, hoffentlich waren das die letzten Trainer. Hoffentlich kann ich jetzt zu Erika. Ja, wie es aussieht schon. Was mir gerade einfällt, einer von meinen Omas ist Erika. XD. That is funny. Ha, ha, ha. Ja. Gut. Ja, da ist sie. Okay, und jetzt ein weiteres Final Battle versus Erika. Sieht irgendwie komisch aus. Ja, die hatte muss was komisches an. Naja, Pampunga. Das werde ich eindeutig auch mit einem Flammenwurf wegmachen. Weil Löwenzahn brennt. Gut, Leute, das müsst ihr überdenken. Löwenzahn brennt sehr, sehr gut.
Und der Kid ist down. So, Zangela. Okay, hier könnte ich eigentlich mal zu Garados austauschen. Mal sehen. Hoffentlich kann Garados das besiegen. Yeah, Spaghetti Monster, so habe ich das früher immer genannt. Ich wusste nämlich früher immer nie, was das für einen Sinn hat, diese ganzen Spaghettis, also Ranken. Zieht sehr wenig ab. Yes, es ist eingefroren. Oh mein Gott, ist das geil. Ja, wenn es einfriert, dann ist das doch ziemlich gut. Dann kann ich ja weiter Eiszahn einsetzen. Viermal Eiszahn dürfte reichen. Ja, eigentlich schon. Okay, nochmal Eiszahn. Okay. Oh ne, es ist aufgetaucht. Ah, ausbringen, ausbringen, ausbringen. Ich hasse diese Attacke. Besonders wenn sie so viel abzieht. Nochmal Eiszahn. Oh ne. Oh, scheiße. Ah, da hab ich jetzt echt keinen Bock, ey. Das hier nochmal zu machen, HDML. Das sagt. Okay, Garados, gut, komm zurück. Du schaffst es, Tornupto. Ja, gut, dann rush ich doch mit Tornupto durch. Antikraft hält Tornupto auf jeden Fall aus. Ganz gut sogar. Angriff steigt, Verteidigung steigt, Initiative steigt, Spezialangriff steigt, Spezialverteidigung steigt. Das ist es auch unter anderem, was ich an Anziehkraft hasse. Besonders bei Regirock, Rege Eis oder Regike und Regestil. Das nervt doch voll, finde ich. Wenn dann immer dieses Dingens kommt und dann bessern die ihre Werte auf. Okay. Garados Level 43. Na, wenigstens habe ich das erreicht, was ich wollte. Das ist im Level aufsteigt. Oh nein, meine Maus war gerade im Bild. Scheiße. Okay, gut. Fuck. Satinia. Ja, Flammenwurf. Eruption bringt jetzt nicht mehr so viel, weil ich habe ja nicht mehr Vollkap. Naja. Aber trotzdem. Ja. Okay, Bluebella. Ja. Flammenwurf! Gut. Okay, das war das. Bluebella. Ja, also das war's für das Bluebella und... ja, damit habe ich Erika besiegt. Ich habe gewonnen! Und ich bin Level 62. Oh mein Gott, ist das geil. Fast 20 Level Abstand zwischen dem Tornupto und dem Garados, das ist ganz schön viel. Naja. Trotzdem noch annehmbar. Würde ich doch meinen. Gut, CM19. Verstauen. Oh nee, jetzt muss ich wieder rausgehen. Okay, ja. Ich sehe schon. Ich freue mich. Genau wie beim Reingehen. Toll. Das ist immer super, ne? Aber jetzt habe ich den Ausgang gefunden. Nein. Doch nicht. Sehr schön. Ja. Oh, da ist ja auch noch der Blumenkorb. So. Jetzt aber. So, da langrennen. Der Baum, ja klar. Wieso setzt der Schneider ein? Okay, hier drin dürfte ich noch einen Münzkorb finden, ne? Eigentlich. Ich weiß nicht, ob das noch so ist wie in Rot. Okay, eigentlich dürfte einer von diesen Typen die den haben. Ne? Nee. Obwohl, wartet mal, ich tue mal noch die pinkhaarige anlabern. Ja. Nee, auch nicht. Okay. Gut, egal.
So, da rein. Ja. Pokémon heilen und... Ja. Okay. Das war's für diesen Part von Soul Silver. Ja. Ciao, Leute.